So Leute, ich bin's mal wieder, ja, Flustwi, zurück bei Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Und wir stehen, glaube ich, kurz dem Finale gegenüber, denn wir sind jetzt, glaube ich, ganz oben auf dem Sturm, ne, auf dem Sturm, auf dem Turm, im fünften Stockwerk. Schauen wir uns einfach mal hinter der Tür um. Mal schauen, was hier noch auf uns wartet. Sicherlich noch ein Rätsel mindestens, das war mir aber klar. Meinen Sie, wir sind bald oben? Ja, aber offenbar müssen wir vorher ein weiteres Rätsel lösen. Aber selbstverständlich, das war doch klar, oder nicht? Rätsel 107 Quadrate, natürlich. Oh nein. Spanne Schnüre um die Nägel, so dass 7 einzelne Quadrate entstehen. Sie müssen nicht alle gleich groß sein, du darfst aber jeden Nagel nur für ein Quadrat verwenden. Tja, dann fangen wir an. Ihr Spasten. Sorry, das wollte ich nicht sagen, aber ihr Arschlöcher. Ihr Arschlöcher. Solche Arschlöcher, wisst ihr das? Wisst ihr was? Nein. Nein, das probiere ich erst gar nicht, weil ich weiß, dass ich an diesem Rätsel kläglich scheitern werde. Von daher ist es mir jetzt egal. Tja, dann fang mal an. Ihr mich auch. Ihr mich auch. Wo ist denn die Lösung hier? Dort. Ja, genau. Ja, darauf wäre ich nie gekommen, wie ich das gerade sehe, aber ja. Okay, einmal das hier. Das hier kriegen wir hin, das ist kein Problem. Dann ist hier unten so ein kleineres. Ist auch kein Problem. Ist hier noch ein größeres, wenn ich das richtig sehe gerade. Warte mal. Ich mache erstmal die kleineren. Dort ist noch eins und dort ist noch eins. Wundervoll, darauf wäre ich nie im Leben gekommen, um ehrlich zu sein. Aber okay. So, hier einmal, dort einmal, dort einmal und dort einmal. Ist das eins? Habe ich ein falsches benutzt? Nee, ne? Müsste alles richtig sein, wenn ich mich gerade nicht vergucke. Ja, und das letzte ist das hier. Darauf wäre ich nie im Leben gekommen, ohne Lösung. Tut mir leid, aber nein. Einfach nein. Darauf wäre ich nie gekommen. Nicht in 1000 Jahren. Sorry, aber nein. Das geht einfach nicht. Stimmt genau, es macht Spaß, die ganzen schrägen Quadrate zu finden. Oder halt dein Maul, macht es nicht. Jetzt können wir weiter nach oben steigen. Wissen Sie, es ist seltsam, wie gewaltig dieser Turm ist. Wo er doch innen drin so furchtbar leer ist. Ja, sehr seltsam. Vom Brunos Maschinenraum im Keller abgesehen ist der ganze Turm äußerst karg. Vielleicht sind Brunos Maschinen deshalb so laut. Dieser Turm wirkt wie ein riesiger Schalltrichter. Aber wieso sollte jemand einen so riesigen Turm bauen, ohne ihm einen Zweck zu geben, Professor? Es ist furchtbar anstrengend, nach oben zu kommen. Ha, meinst du nicht, dass der Turm vielleicht eben dafür gebaut wurde, um Leute wie uns zu erschöpfen? Dies ist bloß eine weitere Prüfung für diejenigen, die nach dem goldenen Apfel suchen. Oh je, da haben sie wohl recht. Vielleicht sieht der Turm auch deshalb von außen so gruselig aus. Indeed, indeed, meine lieben Herren. Aber wir gehen jetzt weiter. Hier gibt es offenbar keine Rätsel für uns. Wenn wir also dieser Treppe nach oben folgen, erreichen wir wohl die Spitze des Turms. Gut möglich, mein Junge. Los, beeilen wir uns. Okay, auf nach oben. Aber erstmal wieder Hinweismünzen finden. Kann ja nicht schaden, nochmal ein paar mitzunehmen. Aber hier sollte nicht mehr viel kommen. Hallo, wir sind oben. Du liebe Güter. Oh mein Gott, wir sind oben angekommen. Von unten aus konnte niemand bis hier heraussehen. Wer hätte hier so eine nette kleine Hütte erwartet? Und sehen Sie mal, drin brennt Licht, Professor. Es scheint fast so, als würde hier oben jemand wohnen. Jo, Kapitel abgeschlossen, würde ich mal behaupten. Und Fortschritt natürlich speichern. Natürlich wollen wir das. Wundervoll. Ko-
gucken wir mal, ob hier noch eine Hinweismünze ist. Kann ja immer sein. Ich glaube eher nicht. Dann gehen wir einfach mal rein. Schauen wir doch mal rein, was da auf uns wartet. Du bist am höchsten Punkt des Turms angekommen. Wir haben noch 5 Rätsel offen. Ich weiß das zufällig, weil ich gerade hier die Seite aufhabe mit den ganzen Rätseln. Wisst ihr was? Wir machen jetzt noch nicht das Finale, weil wir suchen jetzt die Rätsel, die uns noch fehlen, okay? Okay. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ist nicht die dümmste Idee, glaube ich. So, ich guck mal in den Rätselkoffer, welche Rätsel uns jetzt noch wirklich fehlen. Rätselindex. So, 1, 2, 3, 4, 5... Ich guck gerade mal durch, welche uns fehlen. Blablabla. Ich guck halt von den Zahlen aus, ne? Also nicht wundern, dass ich mal gerade ein bisschen stiller bin. Ich muss hier selber mal etwas genauer gucken, wo was fehlt. Wahrscheinlich aber eher die hinteren. Bei meisten als Story-Rätsel waren bis Rätsel 100, glaube ich. Dann fehlt bei den hinteren was. 101 fehlt direkt mal. Das ist wo? 101, Zersieg, Marktplatz. Im großen Pfeiler den zweiten Block von oben. Okay. Okay, da schauen wir doch mal hin. Auf zum Marktplatz. Blibla blub. Okay, warte, wo? Was? Im großen Pfeiler den zweiten Block von oben. Ach, da oben. Oh Gott, da wäre ich nie drauf gekommen, aber okay. Gut zu wissen. Wir haben offenbar ein verstecktes Rätsel entdeckt, Professor. Wie lange haben wir denn jetzt für diesen Part Zeit? Noch ein bisschen, von daher. Nehmen wir uns einfach mal die Zeit, die Rätsel hier auch zu lösen, wenn wir es noch hinbekommen. Du hast einen großen Holzwürfel, der auf allen 6 Seiten rot angemalt ist. Wenn du ihn entlang der weißen Linien zersägst, erhältst du 27 kleinere Würfel, die alle gleich groß sind, sich aber in der Anzahl roter Seiten unterscheiden. Wie viele dieser 27 kleinen Würfel haben genau eine rote Seite? Ah ja, okay. Da müssen wir mal überlegen. Der hier hat eine rote Seite, nur der hier hat eine rote Seite. Der hat eine rote Seite. Die haben ja jeweils 2 bis 3. 6 nur, ne? Eigentlich nur 6, weil es nur 6 in der Mitte sind. Ja, richtig. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Stimmt genau, wenn du es schaffst, den Würfelgeist sich so zu zerlegen, wie die obere Abbildung zeigt, ist die Antwort ganz einfach. Du siehst, es sind 6 kleine Würfel, die eine rote Seite haben. Einer aus jeder Seite des großen Würfels. Korrekt. Ich wusste es, ein Kinderspiel. Lassen wir uns noch mehr Rätsel suchen. In der Tat, das machen wir gleich. So, wo fehlt denn jetzt noch was? Rätselindex mal wieder. So, ab 100 können wir mal gucken. 103, 105, 107, 108, 110. 111 fehlt uns. 111. Wo ist denn die 111? Weg zum Park, Schild über dem Fass. Okay. Auf zum Park. Oder dem Weg zum Park, besser gesagt. Weg zum Park. Warte, das ist der Weg zum Park. Warte, wo? Schild über dem Fass. Boah, das ist fies. Ja, weil man auch da meistens reingeht, ne? Und dann nicht das trifft, was man treffen soll. Boah, ist das fies. Ist das fies. Oh, Professor, ich habe ein verstecktes Rätsel gefunden. Sehr, sehr gut, Luke. So. 3 der 4 unten abgebildeten Teile A, B und C können zu einem Quadrat zusammengesetzt werden. Umkreise das Teil, das nicht gebraucht wird. Die Ausrichtung der einzelnen Teile ist beim Zusammensetzen übrigens egal. Dun, dun, dun. D sieht mir sehr fragwürdig aus, beziehungsweise auch B, wenn man so will. Ich glaube tatsächlich B gehört nicht dazu, ist aber jetzt nur geraten.
Nope. Bill gehört dazu. Versuch's nochmal, einmal, blablabla. Okay, nochmal. Noch einmal, bitte. So, 36 von 40 Pikarat. Ist kein Problem. Also ist D wahrscheinlich, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber könnte sein. Könnte sein. Yep, und es ist so. Wundervoll. So, eins davon war mir irgendwie klar, dass es irgendwie B oder D sein muss. Das stimmt, genau, D wird nicht gebraucht. Vielleicht war dieses Rätsel zu leicht. Nein, war es nicht, aber ist okay. Ach, wenn noch nur alle Rätsel einfach wären. Ja, das wäre tatsächlich schön, aber auch langweilig auf eine Weise, oder? So, 117 Rätsel haben wir gelöst. 113 fehlt uns. 113, wo ist denn die 113? 113 beim Dorfeingang. Direkt beim Dorfeingang, sagen sie. Dann schauen wir dort mal hin. Das ist der Dorfplatz. Das ist der Dorfeingang und wo dort? Schild seitlich in der Pension. Ah ja. Die sind bestimmt alle später erst zugekommen. Okay, das erklärt so einiges. Oh, Professor, ich habe ein Rätsel entdeckt. Alles klar. Wie lange haben wir denn schon aufgenommen? Ich glaube, wir machen in diesem Part einfach alle Rätsel fertig, auch wenn es ein bisschen länger dauern sollte. Aber dann können wir im nächsten Part halt oben auf dem Turm das alles zu Ende machen. Dieser kleine gerne groß prallt mit seinen vielen verschiedenen Haustieren. Ich habe 10 Haustiere, nicht nur Kanarienvögel und Hunde, sondern auch Schildkröten und sogar Schlangen sind dabei. Ich weiß nicht genau, wie viele ich von jeder Sorte habe, aber zusammen haben die 6 Flügel, 3 Panzer und 26 Beine. Kannst du bestimmen, wie viele Schlangen unser Prälhähnchen, Prälhänzchen sein eigen nennt? Zusammen haben sie 6 Flügel. Ach so. Okay. Okay. Also, er hat auf jeden Fall 3 Panzer. Das heißt, 3-mal. Und das ganze 12 Beine sind damit schon mal weg. 12 Beine, also 3 Schildkröten. 3S. Okay. 6 Flügel. Das heißt, davon hat er auch jeweils 3. Jeweils 2 Beine, das macht dann 6 Beine, 3 Vögel. 6 Beine sind weg, beziehungsweise 6 plus 12 Beine heißt 18 Beine sind weg. 18 Beine sind weg, ein Hund hat 4 Beine. 18 Beine sind weg, ein Hund hat 4 Beine. Und er hat 26, okay. Es sind 8 Beine dann insgesamt und 2 Hunde. 2 Hunde. Das heißt, er hat eine Schlange. Ne, 6. 6, 8, 2 Schlangen. 2. Das passt. Das müsste passen, wenn ich das logisch kombiniert haben sollte. Und das passt sogar. Wundervoll. Sehr, sehr schön. Stimmt genau, er hat 2 Schlangen. Wenn es in seinem Zoo 6 Flügel gibt, muss er 3 Kanarienvögel mit insgesamt 6 Beinen zählen. 3 Panzer bedeuten 3 Schildkröten mit insgesamt 12 Beinen. Zusammen haben diese 6 Tiere also 18 Beine. Übrig bleiben noch 4 Tiere und 8 Beine. Da handelsüblich Hunde 4 Beine haben und Schlangen gar keine, muss es sich um 2 Hunde und 2 Schlangen handeln. Korrekt. So habe ich auch kombiniert. Wundervoll. Ich glaube, jetzt fehlt mir 118. 118 war es, glaube ich. Aber ich gucke gleich mal vorsichtshalber nochmal. Hier oben ist noch eine Hinweismünze. So, Rätselindex. Mir fehlen noch 2 Rätsel. Warte mal, ich guck mal, was noch fehlt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Irgendwo muss noch was zwischendrin fehlen, was ich jetzt noch nicht gesehen habe. Aber das finde ich gleich schon noch. Macht euch da keine Sorgen, keine Panik auf der Titanic. Wir werden alle Rätsel in diesem Spiel machen. 75 fehlt. So, so. 75. Wo ist denn die 75? Drahtwürfel. Marktplatz von Agnes. Okay. Auf dem Marktplatz und dann zu Agnes. Machen wir doch mal eben.
Kein Problem. Kein Problem. Kriegen wir doch alles hin. So, du hast angeblich noch eins. Erscheint das Schicksal vorherbestimmt, dass ich euch dieses Rätsel stelle. Werdet ihr triumphieren oder wird der riesige Schlund des Schicksals euch in ein Stück verschlingen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das vorletzte Rätsel ist. Wird's einen Würfel aus Draht herstellen und dazu so wenige Drähte wie möglich verwenden. Jeden Draht kannst du beliebig oft biegen, aber jede Kante des Würfels darf nur aus einem Stück Draht bestehen. Mach dir keine Gedanken, wie du die einzelnen Drähte miteinander verbinden sollst. Du hast einen Schweißerpass. Schweißerpass. Wie viele Drähte brauchst du mindestens für den Würfel? Jeder Draht kannst du beliebig oft biegen, aber jede Kante des Würfels darf nur aus einem Stück Draht bestehen. So hätten wir hier einmal. Da hätten wir einmal. Da hätten wir einmal und da hätten wir einmal. 8, glaube ich, aber ich guck mal nach. Ist jetzt auch egal eigentlich hier, ob ich das jetzt nachgucke oder nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust, da unendlich lange nachzudenken. Oh, tatsächlich nur 4. Ja, okay, das ergibt Sinn. Ergibt Sinn, wenn man so will. Dann ergibt das Sinn. That should do it. Ja, klar. No problem. Du brauchst mindestens 4 Drähte für den Würfel. 3 Drahtlinien laufen jeweils in den Ecken des Würfels zusammen. Also muss mindestens ein Draht in jeder Ecke enden. Dass es 8 Ecken gibt, gibt es auch 8 Drahtenden. Jeder Draht hat 2 Enden. Also ist die Gesamtzahl der Drähte gleich 4. Ja, klar. Okay. Okay, das ergibt Sinn. Unfassbar, dass ihr es gelöst habt. Es war vorherbestimmt. Ich sage euch was. Da ihr gerade mein Rätsel gelöst habt, werde ich euch nun die Zukunft vorhersagen. Offenbar folgt euch das Unheil, wohin ihr auch geht. Passt gut auf euch auf. Gut zu wissen. Ah ja, und da ist das Letzte, was wir brauchen. Das letzte Objekt, glaube ich, oder das Vorletzte. Aber das werden wir auch, glaube ich, gleich noch im Anschluss machen. Dann wird dieser Part ein bisschen Überlänge haben, aber was soll's. Was soll's denn? Ist ja nichts für ungut hier. 118 war es jetzt noch, ne? Im Rathaus. Okay. Darauf wäre ich jetzt auch nicht unbedingt gekommen. Aber dann können wir im nächsten Part halt einfach das Finale genießen. Und vielleicht schon mal mit irgendwas anfangen. So, dort war eine Hinweismünze. Warte. Rathaus, rechtes Fenster. Ah, da. Da unten in der Fensterbank muss man es antippen oder so. Sonst wird es nichts. Ein verstecktes Rätsel. Wundervoll. Dann haben wir auch gleich alle Rätsel gelöst. Rot und Schwarz. Ein Kartenspiel mit 52 Karten ohne Joker liegt auf dem Tisch. Die Karten sind gut gemischt und auf die Stapel A und B mit je 26 Karten verteilt. Wenn du in den Stapel in die roten und schwarzen Karten zählst und dies 1000 Mal wiederholst, wie oft kannst du dann erwarten, in einem Stapel so viele rote Karten zu finden wie schwarz im anderen? Hä? Mal schauen. Warte, was? Ich verstehe die Frage nicht mal. Ich guck das nach. Sorry, aber nö. Ja, okay. Ja, klar. Ja. 26, ne? Ja, oder? Jeweils 26. Hä? Oh. Natürlich, nee. Okay, 1000 Mal, ja. Ist immer... Ja, klar. Meine Güte. Bisschen verwirrend, aber ist egal. Ja, ist okay. So. Dann gucken wir jetzt noch das Pensionsrätsel. Weil das brauchen wir auch noch. Pension. Pensionlösung? Minispiel. Ah, okay. Okay, ich hab's. Ich hab's schon. Alles gut, ich hab das Pensionsminispiel. 1000 Mal im ganzen Kartenspiel finden sich
Von jeder Farbe 26 Karten wird diese beliebig auf zwei Stapel mit je 26 Karten verteilt, beträgt die Anzahl der roten Karten in Stapel A 26 abzüglich der schwarzen Karten in Stapel B. Ist die Situation umgekehrt, egal wie die Karten verteilt sind, die Anzahl roter Karten in einem Stapel entspricht immer der Anzahl schwarzer Karten im anderen. Ja, okay. Ergibt Sinn. So. Juhu, alle Rätsel gelöst. Wundervoll. Und jetzt machen wir noch die Pension. Genau. Machen wir sie. Und dann haben wir alles. Okay. Handgewebter Teppich kommt zu Layton. Der lackierte Hocker, den haben wir auch schon. Bett aus Kiefernholz kommt zu Layton. Dann haben wir das falsche Bett. Bett aus Kiefernholz. Okay. Und dann die Zimmerpflanze kommt zu Layton. Haben wir schon drin. Die Teakholzkommode kommt zu Layton. Der Polstersessel kommt zu Layton. Okay, der Hutständer war klar. Habe ich jetzt nur irgendwie umgestellt. Teakholztisch kommt zu Layton, den haben wir drin. Der Blumenstrauß kommt zu Layton und die Blumenvase. Das Grammophon. Die geheimnisvolle Flasche kommt zu Layton. Die filigrane Teekanne kommt zu Layton. Das prunkvolle Gemälde kommt zu Layton. Die Statue des Barons kommt auch zu Layton, in der Tat. Okay, wusste ich auch noch nicht. Die Wanduhr kommt zu Layton. Das Fossil kommt zu Layton. Und die Tasse kommt zu Layton. Okay, damit haben wir es auch schon. Das ist wirklich ein Zimmer, auf das jeder Gentleman stolz wäre. Die Ermittlungen werden uns sicher viel leichter von der Hand gehen, wenn wir so angenehm wohnen. Übrigens habe ich zu diesem Anlass noch ein Geschenk für dich, Luke. Schalte dein Nintendo DS kurz aus und starte das Spiel dann erneut. Wähle auf dem Titelbildschirm Bonus aus, um eine feine neue Herausforderung zu entdecken. Vergiss aber nicht, deinen Fortschritt erst zu speichern, bevor du dein DS-System ausschaltest. Natürlich. Das Haus der Dekorateurin steht nun in Laytons Aufgaben zur Auswahl. Das machen wir aber erst in zwei Parts. Noch nicht im nächsten Part, da machen wir das Finale des Spiels fertig. Wir werden uns dann auch auf dem Turm oben wiedersehen und nicht dort, wo wir jetzt sind. Und dann in den Bonus-Parts machen wir dann die extra Rätsel. Von daher hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat und wir uns im nächsten Part wiedersehen. Von meiner Seite aus, Schizikowski, euer FlassTV. Bye bye!